Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon. Wir sind in der letzten Folge hier bis nach Zirchester gekommen. Und da machen wir heute auch weiter. Nur... wollte ich gar nicht hin. Aber ist egal. Da wollte ich nämlich hin. Ich habe mein Team ein bisschen umgestellt. ich bin jetzt ein Besitzer von Glutexo. Und von Chimstix, also das ist schon die Weiterentwicklung von Chimpex. Und in der Box. Moment. Haben wir hier auch noch dazu natürlich ein Hoplo. Und das kommt aber erst später rein. Die habe ich über Pokémon Home gekriegt, die Starter-Dinge. Und da dachte ich mir, ziehe ich die mal mit rein. Da die halt Low Level sind, ist der jetzt auch kein großer Vorteil für uns. Wir gucken erstmal hier so ein bisschen durch die City. Die waren natürlich alle Level. Ist das am Anfang 5 oder so? Ich habe damit ein, zwei wilde Pokémon schon bekämpft. Mit ihm ein bisschen Level upen. Cool, die Stadt ist auf jeden Fall ziemlich groß. Geht's hier schon wieder raus? Ja, hier geht's schon wieder raus. Irgendwas war hier aber mit den Hotels. Daran kann ich mich noch erinnern. Gucken, wir quatschen erstmal mit ihr. Ja, okay. Hier hoch. Irgendwas war hier mit den Hotelzimmern. Nice. Er hat Nachtara. Ich will aber mit ihm reden, nicht mit dem Nachtara. Hier. Yeah. Ja, okay. Gucken wir mal durch die Hotelzimmer. Irgendwas. Oh, das ist hier so eine Nebenaufgabe. Er befindet sich mitten in der Ermittlung. Komm, wir helfen ihm mal. Ich sollte mich wohl zunächst einmal vorstellen. Gestatten, der Name ist Heinz, Meisterdetektiv. Ich wurde vom Hotel angeheuert. Momentan bin ich dem Täter eines scheußlichen Verbrechens auf der Spur. Die Anschuldigungen sind ernst. Jemand hat sämtliche Beeren gegessen, die in der Lobby auslagen, aber das sind doch Äpfel. Okay. Ich habe die drei Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Lobby aufgehalten haben, hier zusammengerufen. Aber meine Kombinationsgabe leidet darunter, dass mich ständig jemand stört. Ich hab's. Du da, Störenfried. Ihr nenne dich hiermit zu meinem Assistenten. Nimm die Aussagen der drei Verdächtigen auf. Okay. Ich frage mich, wo mein Pokémon steckt. Was, die Bären? Ich hab sie nicht gegessen, aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Also dieser Detektiv ist mir vielleicht einer. Ich habe zwar den Berg am Bären gesehen, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mich mit den Bären zurückhalten. Ah, Bären sind böse. Du hattest auch das Pech, in diese absurde Geschichte mit hineingezogen werden. In der Lobby gab es eine riesige Menge Bären. Die hätte ich nie im Leben alle essen können. Ich glaube, da haben wir die ganze Geschichte gelöst. Ein Raffel. Hab ich doch. Um seinen Mund klebt eine große Menge Bärensaft. Hey. Nachdem ich alle Aussagen gehört habe, kenne ich nun den Schuldigen. Die Täter sind Sie, Frau Tänzerin. Was? Wieso denn nicht? Die als Tänzerin bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Ein klarer Beweis, alle Irrtum ist bla bla bla. Er ist ein Hochstapler, Meisterdetektiv. Ich bin schockiert. Ist dieses Pokémon der Täter? Ja. Na sieh. Was? Raffel ist der Täter? Raffel. Und der hat recht. Sein Mund ist ganz voll geschmiert. Ja, es hat ganz klar Bären gefressen. Tatsächlich. Es ist völlig verklebt vom Bärensaft. Raff, raff.
Was habe ich, was anderes habe ich von meinem Assistenten noch nicht erwartet. Hier hast du eine Belohnung dafür, dass du den Fall gelöst hast. Geil, eine Großlinse. Ich weiß aber, Moment, ich muss mir mal anschauen, was man mit der Großlinse machen konnte. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, braves Raffel. Okay. Ich schau mal. Welche Tasche hat er das jetzt gesteckt? Ob hier. Oh, das ist sogar schon unsere zweite. Okay, erhöht die Genauigkeit. Okay, okay. Aber damit haben wir den Fall gelöst. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Diese Unratütox helfen hier beim Reinemachen aus, aber anstelle von Trinkgeld freuen sie sich vielmehr darüber, mit Müll gefüttert zu werden. Geiler Shit. Kann man hier drin Fahrrad fahren? Ich nicht. Dann gucken wir mal auf der Seite noch in die Zimmer. Bei dem Geräusch, wenn jemand mit einem Stück Kreide über die Tafel kratzt, dreht sich mir der Magen um. Das klingt fast so, als würde die Kreide schreien. Ja, das ist halt echt so. Hier, nimm diese TM und du kannst selbst, oh Gott, Kreide schreien. Geil. Was ein smarter Hinweis. Ja, es ist Kreide schreien, mein Gott. So. Letzte Tür. Ach, guck mal, hier sind lauter Pikachus. Trugtrainer. Da muss ich mal kurz gucken. Okay. Gut, das war Hotel Nummer 1. Eine Frau habe ich jetzt aber nicht gefunden. Egal, gucken wir ins zweite Hotel rein. Dann machen wir uns auf Richtung Arena. So, wir fangen mal diesmal hinten an. Geil, Mitarbeiter von... Hi, ich bin der Projektleiter. Achso, genau, von ihm kriegen wir nachher irgendwas, wenn wir... den Pokédex voll haben. So, super Fangpin. Auch nur nochmal. Ja, ist ja gut, ich wollte auch gar nicht Fahrrad fahren. Nee, hier war es nicht. Schatztasche. Hm? Ah, Basis-Item. Einen Superfang hinzulegen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, das war die Wahrscheinlichkeit hier, Edgys zu, also, ja, Shinies zu finden. Cool. Gab's auf der Seite noch irgendwas? Hier zwei gerade Dudes. Okay, die gerade Dudes geben uns nichts. Das ist ja lame. Und die letzte Tür. Mein Partner-Pokémon ist sehr reinlich. Es kommt gar nicht mehr aus der Dusche. Dabei gehört es auch dem Typ Boden an. Okay. Das war's dann wohl mit dem Modell. Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte aus der ersten Generation, also hier blau-rot. Auf der MS. Hieß sie MSN? Oder MS Anne? Oh, cute. Gut. Gibt immer noch irgendwas?
Nö. Okay, wir machen uns jetzt auf Richtung Arena, würde ich behaupten. Fahrrad. Und hoppeldiop. Oh, da liegt noch ein Pokéball. Ja, ich fast übersehen. Nee, falsche Taste. Da wollte ich hin. Eigentlich wollte ich Eiszapfen auf das Ziel. Nice. Also haben wir schon mal eine coole Eisattacke, glaube ich. So. Wir begeben uns in die Ice Arena. Guck mal, hoppeldihopp. Oh Mann, ich habe gerade eine Riesenpleite eingefahren. Oh, armer Hopp. Meine Strategie gegen Gesteins-Pokémon war wohl doch nicht ganz das Wahre. Dabei hatte ich sie mir doch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du die Liga-Karte des Arena-Leiters. Moment. Oh, das ist die Gesteins-Arena. Ja, gut, ist aber... Ja, ist auch okay. Damit kann ich ja auch leben. Ich dachte irgendwie, das ist eine Eis-Arena, weil wir sind... Eis. So, diesmal kriegen wir einen Mondball. Nice. Ja. Ja, ich möchte das Stadion da treten. Das heißt, wir ziehen uns wieder um in unser hübsches Kampfoutfit mit der Nummer 69 auf dem Rücken. Hier nimm diesen Fallgrubendetektor, den brauchst du für die Arena-Mission. Ach ja, stimmt, da mussten wir irgendwie über den Boden latschen und möglichst ohne, also so runterzufallen, so. Okay, okay. Das kriegen wir irgendwie hin. Glaube ich. Also vielleicht kriegen wir das hin. Nun, dann soll ich dir die Regeln der Arena-Mission gut. Dann habe ich ein paar erklärende Worte zum Fallgrubendetektor für dich beraten. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Wer in solch eine Fallgrube plumpst, wird zur zuletzt erreichten Plattform zurückgebracht. Der Detektor vibriert stärker, je näher du einer Fallgrube kommst. Dann viel Erfolg! Na gut! Schauen wir mal, was das wird. Hier sieht erstmal ganz gut aus. Okay. Die Plattform haben wir schon mal erreicht. Ina. Weiß gar nicht, wen ich jetzt gerade auf Platz 1 hatte. Ein Teil und passt. Einfach mal ein Präzisionsschuss. Easy Game. Sidomantor wurde besiegt. Damit haben wir, ja, glaube ich, auch direkt besiegt. Nee, um Gottes Willen. Wir wollen gerade Schreien nicht erlernen. Wir leveln einfach passiv mit. Die Pokémon. Ich hatte überlegt, Hoplo auch noch mit reinzunehmen, aber dann hätte ich 3 Feuer-Pokémon im Inventar. Das ist ein bisschen Overkill, glaube ich. So. Gut, shit. Moment, ich glaube, dann war das hier lang, oder? Jawohl. Aber easy game.
Aber ich konnte mich noch grob an den Weg erinnern. So, oh, es geht ja noch weiter. Na gut. Okay, Trainer Nummer 2. Das ist ganz schön spannend. So, sie setzt also Castellit ein. Och, ja, weiß was. Guck mal, ob eine Aquawelle reicht. Ich würde sagen, das reicht. So, Glutexo 21, Shimstix 21. Ich meine, hier haben wir natürlich den großen Vorteil in der Arena, dass wir wieder zwei Pokémon haben, die da recht useful sind. So, komm her. Mal gucken, er hat wie viel Pokémon? Auch eins? Ein Waggon. Ich glaube, Waggons waren doch gut, meine ich. Ich habe auch eins auf Pokémon Home zu liegen, fürs Brüten. Dann brütest du schneller aus, glaube ich. Irgendwie sowas. So, mit einer bestimmten Pässe von ihm. Glutexo Level Up. Eflo Level Up. Chimstix Level Up. Easy Game. Cool. Das war der... So, hier lang nicht. Ne, ist nach außen rum. Ganz außen rum. Okay, zu weit. So. Und so. Cool. Plattform Nummer 2 haben wir auch geschafft. Ja, genau. Ach Gott. Nee. Nee. Okay. Hier ist irgendwo Trainer. Ah. Uiuiui. Wenn man nichts mehr sieht, ist das schon nicht mehr ganz so cool. Ein Mogelbaum. Kriegt auch eine Aquawelle ab. Mogelbaum hat mich am Anfang, also in der, was ist das, Gold-Silber? Robustheit war klar. Gold-Silber war das, glaube ich, wo es dazu kam, also zweite Generation. Hart verwirrt, ich hab... Ich habe gerade gar nicht hingeguckt. Was hat es eingesetzt? Auf jeden Fall Level-Ups. Ich habe gerade echt nicht hingeguckt. Shit. Einmal hörst du nur tudum tudum. Beutel. Aber wir müssten ja noch Hypertränke haben. Easy Game. So. Ich meine, jetzt müssen wir... Hier müssen wir außen rum, ne? Ah?
Gehen wir mal hier lang. Ah. Scheiße, wir sind hier, glaube ich, gerade eingekesselt. So, da sind wir auf der Plattform. Hier lang nicht. Hier sieht doch gut aus. Okay. Ich glaube, das müssten dann jetzt alle Plattformen gewesen sein. Nice. Wir sind noch einmal runtergefallen. War doch nicht so ganz gut, würde ich behaupten. Kannst du jetzt mal diesen dämlichen Detektor wegpacken? Danke. Ich meine, diese Arena-Mission gab es ja vom Prinzip her auch schon in der ersten Generation. Also da gab es eine. Nämlich in der Arena von Urania City. Die Arena mit Major Bob, wo man die Schalter finden musste in dem Müllermann. Hallo Mac, stimmt. Das Mac. Hey, guck mal, er hat hier 100. Okay, wir schauen mal, was er uns so entgegensetzt. Ich vermute Stein-Pokémon. Epische Musik. Haben wir? So, Präzisionsschuss in dein Gesicht. Aus. Was ist das denn? Oh, lass mich raten, sein Angriff steigt stark. Ah. Initiative auch. Intellion denkt gerade an Pokécamping. Intellion ist gerade ganz schlecht. So, damit haben wir Tanatora aber dann auch besiegt. Easy. Intellion Level Up, Iguana Level Up, Lutexo Level Up. Oh ja, Schlitzer lernen wir auf jeden Fall. Machen wir mal Kratzer weg. Abschlag. Hm. 30, 65, 40. Achso, aber das trifft ja doppelt. Ja, dann machen wir auch Kratzer weg. Okay. Ein Potrott. Was? Potrott ist ein Gesteins-Pokémon? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich dachte, Potrott ist ein Käfer. Das ist sehr effektiv. Dann ist maybe Potrott vielleicht kein Käfer. Also es kann ja trotzdem Käfer sein, aber auf jeden Fall auch ein Gesteins-Pokémon. Nö. Ist das schon sein letztes? Ich hab... Nee, es ist nicht sein letztes. Präzisionsschuss. Läuft auch. Vulpix Level Up. Feuerwirbel war ja einfach nur... Nö. Nö. Das ist jetzt aber sein letztes. Er kämpft weiter. Das ist doch nice.
Genau, die Weiterentwicklung von Waggon. Dynamax, Dynaflut. Ein Riesen-Eteleon. Er macht jetzt auch Dynamax. Mal gucken, ob wir es auch one-shotten. Sieht auf jeden Fall gewaltig aus. Okay, Dynaflut. Oh. Ja, gut. Es fängt an zu regnen. Nice. Und wir haben gewonnen. Damit haben wir unseren 6. Orden. Lutex und Chimsix wieder Level Ups. Die Arena war ja dann wieder mal easy peasy. Die Arena war dann ja einfach mal wieder easy peasy. Arena Orden Nummer 6. Ich muss mehr trainieren. So, wir können jetzt noch Pokémon bis Level 50 fangen. Das ist auf jeden Fall immer gut. So. Wir kriegen noch eine Gesteinsuniform. Nice. Mal gucken, ob wir jetzt endlich... Endlich. Beiler können wir kaufen. Nice. Kauf mal wieder ein paar Beleber dazu. Wie viele Übertränke haben wir noch? 12. Passt. Gut. Dann war mal wieder eine Arena. Ich denke mal, wir werden jetzt hier draußen aber noch mal irgendwen treffen. Wie zum Beispiel Sanya. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne da ein gutes Restaurant in Zirchester. Lass uns deinen Sieg doch dort feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Leckerpau. Leckerpau. Klingt gut. Ich habe auch unglaublich Hunger. oh, da liegt was. X-Spezialangriff. Nice. Ich weiß noch nicht, wo das Restaurant ist. Wahrscheinlich das hier. Ist auch da. Oh, hey Docs, du hast dir schon den nächsten Horn geschnappt, was? Super. Da bist du ja, wir haben bereits auf dich gewartet. Ich habe immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schildes herausgefunden. Meld mal das. Das sind doch... Das gibt's doch nicht. Die beiden Helden sehen traurig aus. Und wo sind das Schwert und der Schild hin? Was hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Vielleicht endet so die Legende. Nachdem sie den Helden getroffen, geholfen hatten, fielen sie also in einer Art tiefen Schlummer. Waren das Schwert und der Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung bei der antiken Stätte rausgefunden, oder? Ja genau, zumindest war das meine Vermutung. Könnte es sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder das Schild war? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von welchem Pokémon redest du? Docs, du weißt doch, was ich meine, oder? Damals im Schlummerwald. Ganz genau. Das Pokémon aus dem Nebel könnte doch eins der Pokémon aus der Legende sein, oder?
Stimmt ja, ihr beiden wart ja im Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf diese Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat, aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Komm, lasst uns erstmal essen, aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Also lädt uns ein. Oh, diesmal kriegen wir auch wirklich was zu essen. Nicht so wie bei Roadstar in Kielten. Ich verstehe. Sehr interessant. Alles klar. Als nächstes sollten wir Kirchester genauer erkunden. Vor allem die Heroentherme. Würde ich gerne näher unter die Lupe nehmen. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall noch. Der Mann ist ja hier relativ in der Mitte der Stadt. Oh, sowieso eine Katze. Okay. So, mal gucken, was wir hier herausfinden mit der guten Sanya. Die Heroentherme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die Heroentherme eigentlich nur von Pokémon genutzt. Das macht mich stutzig. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben sollen? Das werde ich später näher untersuchen. Die beiden seid im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Also, wenn ihr zwei die neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, will ich aber der Held des Schildes sein. Ich hätte den Helden von damals zu gern bei ihrem großen Kampf zugesehen. So, ich auch. Hey Docs, lass uns doch einen epischen Kampf hinlegen. Und wieder... Okay. Durch das leckere Curry, das Sanya uns spendiert hat, ist mein Kampfgeist neu erwacht. Ich stecke voller Energie. Nice. Jetzt ist schon wieder geht zum Curry. Aber die Frage in der letzten Arena war ein Omelette. Okay. Wir müssen halt mal wieder kurz hoppli hopp verprügeln. Ich hoffe, das geht jetzt. Ja, eigentlich müssen wir für alles was dabei haben, was ja. Oh, guck mal, sein Wolli hat sich zu Zwollock weiterentwickelt. Zwolli hat er ja in den letzten Kämpfen mal nicht dabei gehabt. Einigler, Verteidigungserhöhung war das? Oder was, Angriff? Ne, Verteidigung, genau. Das ist ja frech. Jetzt soll hier erstmal von irgendwelchen Hagelkörsern getroffen werden. Oh. Tränke einsetzen. Bruder, mach doch sowas nicht. Chris hat noch eine Aquavelle. Diese Gänse Zwollock haben wir besiegt. Wow. Stellung Level Up. Überflutung. Aber guck mal. Okay, die macht, glaube ich, nicht den Typ damit in Wasser um. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, okay. Dafür haben wir ja den Attackenverlerner. Das klingt nach einem Elektro-Pokémon. Das heißt, wir nehmen Magieflor. Sonderlich nach einem Elektro-Pokémon sieht es jetzt nicht aus. Wir greifen erstmal an. Na doch. Nein, wir wurden von Hagelkörnern getroffen. Aber es auch. So. Giga Lutschen. Aka Giga Sauger. Easy Game.
So, Pokémon Nummer 2. Glutexo, Gym 6, Level Up. Das geht aktuell noch so fix, ne? Das ist unglaublich. Ja. Gegen Libello setzen wir safe Inteleon ein. Und mit Giflor wäre ein bisschen int. Also nicht, dass ich sonst nicht inten würde, aber man musste ja auch nicht übertreiben mit dem Int. So, Präzisionsschuss. Und damit sollte das eigentlich auch ein One-Tap werden. Easy. Wählt sich nicht zurück, was? Das gefällt mir. Natürlich hätte ich mich nicht zurück. Niemals. So, schon so Glutexo und Chimchar Level 30. Glut kann man weg. Flammenwurf ist wesentlich cooler als Glut. Die Flur Level 40. Chimchar erlernt Slam. Ja, da können wir mal gucken. 80. Aber wir nehmen mal Doppelschlag raus. Genau. Italien wird von Hagelkörnern getroffen. Ja. Gegen Relaxo zu kämpfen ist immer so nervig. Wir versuchen es mal zu verwirren. Klassiker. Nee! Gucken wir mal. Ob wir das Ganze mit Kehrtwende hier hinkriegen. Nice. Und dann nehmen wir nämlich nochmal Giflor und versuchen mal 4 einzuschläfern und dann auszulutschen. Es paralysiert mich jetzt direkt wieder. Ich sag's nur. Ich hab's gejinxt einfach. So, Schlaffi, Schlaffi. Nachti, Nachti, Giflor. Giflor. Nachti, Nachti, Relaxo. So rum. Und Giflor. Ja, wir werden von Hagelkörner getroffen, bla. Reicht's? Ja, es reicht. Nice. Was sein letztes oder hat er noch eins? Ich glaube, sein Vogel fehlt noch, oder? Oder hat er ihn diesmal nicht dabei? Doch, hat er. Auf geht's, Iguana, du bist dran. Ich glaube nicht, dass du siegen wirst. Sorry, Bruder. Das ist. Ja, wir brauchen auch keine Bären. Vorne macht nämlich einfach Donnerblitz. Und dann ist es tot, dachte ich eigentlich. Dann macht die Guana halt nochmal Donnerblitz. Jetzt aber besiegt. Besiegt, ne? Nicht tot. Wir töten keine Pokémon, wir besiegen sie. So, Glutexo Level Up, Vulpix Level Up und Chimchar Level Up. Nice! Wir haben Hopp mal wieder besiegt. Zur Überraschung aller. Danke, ihr habt beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Delium besiegen. Was steht als nächstes auf eurem Plan?
Ich habe vor, mich noch ein bisschen näher mit dem Schlummerwald zu beschäftigen. Und ich werde mich wieder der Arena-Challenge widmen. Und sobald ich den Arena-Orden in der Tasche habe, geht's schnurstracks über Route 9. Spike fort, auf geht's. Ach, er war doch gar nicht in der Arena. Hahaha. Was ist 5 Orden? Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Dedo macht sich immer große Sorgen, wenn es Hopp schlecht geht. Und du als sein Rivale hilfst sich ja auch nur, willst sich ja auch nur das Beste für ihn, stimmt's? Also dann, mach's gut. Ja, schlaf gut. Cool. Ja, damit haben wir das. Meine Pokémon jetzt heilen. Ja. Damit haben wir das auf jeden Fall. Das heißt, wir fahren nochmal ins Pokémon Center. Und wir können auch nochmal am PC gehen. Genau. Ja. So. Bitte bewegen wir uns bald wieder. Ja, irgendwann bestimmt, Schwester Joy. ID-Lotterie. Ja. Yep. Wir gucken, vielleicht. Vielleicht. Haben wir es gewonnen? Herzlichen Glückwunsch. Und ist eine Überstellung. Oha, eine Ziffer. Also kriegen wir eine Kumo-Milch. Nice. Kumumilch. Ja. Aber ich würde dann auch sagen, reicht dann auch für diese Folge, ne? Easy peasy. Wir machen uns in der nächsten Folge dann auf Richtung Spike fort. Ich guck nochmal auf die Karte. Genau, über Route 9 nach Spikeford. Spikeford ist hier da. da müssen wir noch den Arena-Orden einsacken. Dann müssen wir über den Route 9 Tunnel, über Route 7 zurück nach Claw City, den letzten Arena-Orden einsammeln. Dann können wir hier oben nach Score City. So ist der Plan. Das war es, wie gesagt, auf jeden Fall für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Feedback wie immer gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Tschüss.